Miriam informiert umgehend Niklas Dittberner über die freizügigen Plakate ihrer Tochter und den Diätdruck, den Irina auf die 10-Jährige ausübt. Fabian weiß von all dem noch nichts, als er am späten Nachmittag bei seiner Noch-Ehefrau vorbeikommt. Ja? Ich bin's. Ich wollte die Amy abholen. Kannst du dich bitte beeilen? Ich stehe im Parkverbot. Nee, du, die Sorge nehme ich dir gleich. Du kannst bitte wieder gehen. Ich gebe dir Amy nicht. Fängst du jetzt schon wieder an, da wegen dieser ganzen Modelgeschichte oder was weiß ich? Du weißt, dass das Jugendamt der Sache zugestimmt hat. Ich möchte jetzt bitte Amy abholen. Du, ich wusste doch die ganze Zeit nicht, was ihr so alles mit Amy macht. Weißt du, Fabian, ich dachte immer, Amy ist dir das Wichtigste. Und ihr treibt sie jetzt direkt in den Schlankheitswahn. Geht das vielleicht ein bisschen leiser? Lässt du mich jetzt mal bitte rein? Und wo ist Amy überhaupt? Kriegt ihr den ganzen Scheiß jetzt hier auch mit? Jetzt lass mich bitte rein. Nein, das kriegt sie nicht mit. Sie ist in ihrem Zimmer und hört Musik. Und du brauchst mich gar nicht so anzugucken. Ich werde mal gleich nach ihr sehen und du gehst jetzt bitte. Amy bleibt einfach jetzt hier bei mir, damit ich besser auf sie aufpassen kann. Miri, das tust du mir bitte nicht an. Alles in Ordnung? Ja, schönen guten Tag. Ich weiß nicht, können Sie Ihre Mandantin mal bitte wieder zur Besinnung holen? Ich weiß nicht, was los ist. Sie hat den Termin letzte Mal, hat sie selber gehört, was los ist vom Jugendamt. Sie möchte mir die Amy nicht rausgeben. Aber ich habe doch auch meine Gründe, oder nicht? Ich habe Ihnen noch erzählt, ne, was Sie mit den Plakaten vorhaben. Über die ganze Stadt sollen die verteilt werden. Wie kann ich dir noch vertrauen? Weiß ich, was da noch kommt? Frau Reinhardt, ich kann ja gut verstehen, dass Sie Ihre Tochter schützen wollen und so. Ja, aber das kann jetzt nicht so weit gehen, dass Sie den Umgang mit dem eigenen Vater verbieten, ja? Sie müssen sich schon an diese Regeln von dem Wechselmodell halten. Sie kriegen sonst echt Ärger. Ich? Was für Ärger soll ich denn kriegen? Ne, streng genommen kann Ihr Mann Sie wegen Kindesentziehung anzeigen. Nee, was übrigens stark übertrieben wäre. Nee, ich möchte einfach, pass auf, ich werde dem Jugendamt mit Sicherheit davon Nachricht geben, dass du mir die Amy nicht rausgegeben hast. Und ich möchte jetzt, dass du mir Amy rausgibst. Ich sag dir eins, ich rufe die Polizei an. Machen Sie uns auf, kommen Sie, lassen Sie uns das in Ruhe besprechen. Ja, gut, dann mache ich eben auf. Also ich kann es ja menschlich ein Stück weit nachvollziehen, dass Frau Reinhardt ihre Tochter liebsten gar nicht mehr an ihren Mann rausgeben will. Aber rechtlich ist die Sache wirklich eindeutig. Also nach dem Wechselmodell darf Herr Reinhardt seine Tochter alle 2 Wochen sehen. Ich finde es auch gut so. Aber ich denke, wir können einfach glücklich sein, dass die Sache jetzt hier so ohne Streit beendet werden konnte. Niklas Dittberner gelingt es, seine Mandantin zu beruhigen und eine Eskalation zu verhindern, sodass Fabian seine Tochter zum vereinbarten wöchentlichen Wechsel mitnehmen kann. Dennoch macht der Anwalt Miriam Mut, denn er hat eine Idee, wie die 36-Jährige gegen Irinas Plakataktion vorgehen kann. Nun haben Sie ja in so einem Rechtsstreit immer die Möglichkeit, selber auch Stellung zu beziehen. Es gibt natürlich einige Argumente, die auch für Sie sprechen. Also dieser Schlankheitswahn, die Verbreitung der Plakate, das sind alles Umstände, die natürlich für eine Kindeswohlgefährdung sprechen. Na hoffentlich. Dann kann ich Amy endlich von Fabian und Irina fernhalten. Naja, ganz so einfach wird es nicht sein. Also Sie fernhalten können Sie nicht. Ich meine, Ihr Mann, der hat einfach ein Umgangsrecht. Ne? Und hat die Möglichkeiten, das Recht seiner Tochter regelmäßig zu sehen. Also auch wenn Ihr Mann jetzt das Aufenthaltsbestimmungsrecht bekommen sollte, haben Sie auch weiterhin die Möglichkeit, Ihre Tochter zu sehen. Da kann ich Ihnen sagen, das würde ich nicht aushalten. Das will mir das gar nicht vorstellen. Wir kriegen das schon hin. Passen Sie mal auf, jetzt mal zu was Erfreulichem. Ja? Das hier ist eine Unterlassungserklärung. Und die müssten Ihr Mann und auch Irina unterschreiben, sich damit verpflichten, diese Plakate nicht weiter zu veröffentlichen. Denn eins ist ja klar, Sie haben das gemeinsame Sorgerecht. Und die Plakate dürften und durften auch nicht ohne Ihre Zustimmung verbreitet werden. Was ist denn, wenn die beiden sich weigern, diese Erklärung hier zu unterschreiben? Ich meine, Irina war vorhin im Kindermodegeschäft sehr deutlich. Ja. Die werden bestimmt nicht klein beigeben. Dann würden wir das einklagen und die Klage auch gewinnen. Das heißt, im Ergebnis wird es dazu führen, dass diese Plakate nicht mehr veröffentlicht werden. Fabian will nicht glauben, dass Irina seine Tochter zum Abnehmen drängt. Der 38-Jährige hat deshalb zu einem Spieleabend extra Amys Lieblingschips besorgt, um sich so selbst zu beweisen, dass die Grundschülerin noch genauso gerne nascht wie früher. Aber jetzt langt aber, okay? Wie viel waren das bis jetzt? 5? 10? Dafür gibt's aber morgen nur Salat. Oh, ich will nicht immer Salat essen. Ja. Kann ich glauben. Aber du willst schön sein, du willst schlank sein, ja. Du willst berühmt sein, oder? Und dafür muss man aber was tun. Hm? Ja. Aber warte mal. Wenn dir das so schwer fällt, da habe ich was für dich, was dir auch mal helfen kann. Und zwar, diese Pillen habe ich extra für dich besorgt. Und davon nimmst du bitte vor jeder Mahlzeit eine. Die nehme ich auch. Sagt aber niemanden davon.
Erzähl niemandem davon, bitte. In Berlin-Tempelhof streiten Miriam und Fabian Reinhardt um das Aufenthaltsbestimmungsrecht ihrer gemeinsamen Tochter Eng. Seit der Trennung vor 3 Monaten betreuen die Noch-Eheleute die 10-Jährige im wöchentlichen Wechsel. Doch seit Miriam herausgefunden hat, dass Fabians neue Freundin Irina die Grundschülerin auf Diät setzt, um aus ihr ein Kindermodel zu machen, sieht die 36-Jährige rot. Als Miriam ihre Tochter von der Schule abholt, fängt Klassenlehrerin Tabea Weiskirch die ohnehin schon besorgte Mutter ab. Hallo Frau Reinhold, schön, dass ich Sie treffe. Ich hätte Sie heute nach der Schule immer angerufen. Haben Sie eine Sekunde? Ja, gerne, klar. Ich denke, Amy trödelt eh wieder in der Umkleide. Worum geht's denn bitte? Gibt's ein Problem? Ja, Amy ist in letzter Zeit sehr unkonzentriert, nicht bei der Sache, vergisst mehrfach ihre Hausaufgaben. Eine meiner Kolleginnen hat mir sogar gesagt, dass sie mehrfach im Unterricht bei ihr eingeschlafen ist. Ich habe mit Amy schon probiert zu reden. Sie sagt, es ist alles in Ordnung, aber ich sehe das anders. Das kann ich ja fast gerade gar nicht glauben. Also ich hatte keine Ahnung, wirklich. Ich wollte sie eigentlich auch nur warnen. Warnen? Wovor denn bitte? Also, wenn Amy so weitermacht, wird sie die 4. Klasse nicht schaffen. Aber wie geht denn das? Sie war doch immer eine gute Schülerin. Das ist ein kluges Mädchen, hatte immer gute Noten. Ich meine, ich möchte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten. Vielleicht schauen Sie sich einfach die letzten Klassenarbeiten Ihrer Tochter mal an. Dann wissen Sie auch, wovon ich spreche. Okay. Ich muss jetzt auch wieder in den Unterricht. Einen schönen Tag trotzdem noch, ja? Dito, danke. Das fasse ich jetzt gerade nicht. Amy hatte doch früher nie Probleme in der Schule. Daran ist doch nur dieser Model-Quatsch schuld. Da wird mir gleich richtig schlecht, wenn ich an die morgige Gerichtsverhandlung denke. Wenn die Fabian das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht zusprechen. Ich hab echt Schiss. Was wird dann aus Amy? Am nächsten Tag können Miriam und ihr Anwalt Niklas Dittberner aufatmen. Denn der Richter hat der 36-Jährigen das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht zugesprochen. Doch Tochter Amy freut sich nicht über das Urteil und macht daraus auch keinen Hehl. Mausi, guck doch mal. Das wird alles schon wieder. Wir kriegen das hin, ja? Gar nichts kriegen wir hin. Du hast alles kaputt gemacht. Wegen dir ist Papa traurig. Ich sehe ihn jetzt nur noch so selten. Mensch, Mausi, ich mach das doch nicht, um dich oder Papa zu ärgern. Kriegen das schon, Mausi. Mann. Was ist das? Das sind ja Pillen, sag mal. Ja, toll. Wieso nimmst du die? Warum weiß ich denn davon nichts? Zeig mir mal bitte. Nein. Zeigst du mir die bitte mal? Mann, das sind Vitaminpillen. Vitaminpillen? Wofür? Ja, keine Ahnung, für Wachstum oder sowas. Amy, wartest du bitte mal? Nein. Woher hast du denn diese Pillen, sag mal? Ja, vom Arzt. Vom Arzt? Ich muss jetzt rein, ich muss leer. Amy, was war das denn jetzt gerade bitte für ein Vortrag? Das glaube ich einfach nicht. Also ich muss auch sagen, die Geschichte mit diesen ominösen Pillen, die ihr der Arzt verschrieben hat, habe ich meine Zweifel. Also wenn ihr die ein Arzt verschrieben hätte, dann wüssten die davon. Ich kann das gerade gar nicht in Einklang bringen. Wieso weiß ich von nichts? Also man sollte annehmen, dass ich davon was erfahren sollte, weil da stimmt doch vorne und hinten was nicht. Wenn sie irgendwelche Pillen nimmt, dann muss Fabian mir das doch erzählen. Ich kann es gar nicht glauben. Ich kann bloß hoffen, dass sie nicht gefährlich sind. Also ich werde rausfinden, was da drin ist. In Ordnung, ein Bekannter von mir, der ist Chemiker. Ich würde dir das gleich da vorbeibringen und der kann es dann sagen, wie die Zusammensetzung ist. Dann können wir wenigstens ausschließen, dass da was Gefährliches drin ist. Ja, bitte, auf jeden Fall. Also ich kann nur hoffen, dass die eben nicht gefährlich sind. Und sobald Sie was wissen, Herr Dittberner, rufen Sie mich bitte umgehend an. Mach ich. Ja. Tschüss. Dankeschön für alles. Ja, dankeschön. Am nächsten Morgen hat Miriam einen wichtigen Termin. Ihre Mutter Linda Schulte bietet sich daher kurzerhand an, ihre Enkelin zur Schule zu bringen. Doch Amy lässt auf sich warten. Gott, wo steckt dieses Kind? Hier drin ist sie nicht. Oh Gott, ist es nicht lustig, Amy! Hier ist er auch nicht. Das ist überhaupt nicht lustig. Mama, sie ist weg. Hier fehlen Klamotten und der Koffer ist auch nicht mehr da. Hier fehlt einiges. Der Kuschelhase ist auch weg. Mama, wo ist mein Kind? Miriam gerät in Panik und versucht sofort, Fabian zu erreichen. Doch der 38-Jährige geht nicht an sein Handy. Dann fahre ich jetzt zu Fabi. Das halte ich auf gar keinen Fall aus. Vielleicht sind Sie das ja. Oh mein Gott. Hallo. Herr Dittberner. Ich bin also wirklich genau da gerade vorbeigefahren, als ich den Anruf vom Chemielabor bekommen habe. Ich dachte, ich komme einfach mal persönlich vorbei. Sagen Sie mir bitte nicht, dass es doch keine harmlosen verdammten Vitaminpillen sind. Naja, also nee, es waren keine Vitaminpillen. Es waren Diätpillen. Oh, ich
wusste, dass das nichts Harmloses ist. Wie kann ich das nicht merken? Wieso schluckt sie sowas? Und dass ich jetzt keine Vorwürfe machen muss. Sie müssen ihr klar machen, dass die Dinger gefährlich sind und sie nicht nehmen darf. Ja, da ist jetzt nur das Problem, sie ist weg. Sie ist weg. Ja, sie ist weg. Und ich erreiche auch Fabian nicht. Ich wollte jetzt gerade zu ihm. Naja, dann lass uns da hinfahren. Sie kommen mit. Ich komme mit. Keine 10 Minuten später erreichen Miriam und Anwalt Niklas Dittberner Fabians Wohnung. Der 38-Jährige ist völlig überrascht, dass seine Ex-Frau in aller Frühe bei ihm auftaucht. Amy! Oh, moin! Amy, ist sie hier? Was? Nein, Amy ist nicht hier. Was ist los? Scheiße, ey. Ich hab so gehofft, dass sie hier ist. Nein, Amy ist weg. Okay, also ihre Tochter ist weg. Die Sachen von ihr sind weg, deswegen hatte meine Mutter die Hoffnung, dass sie sich vielleicht zu Ihnen geflüchtet hat. Nee. Wir müssen sie vor allem wirklich finden, vor allem jetzt, wo wir wissen, wie gefährlich diese Diätpillen sind. Was ist denn hier? Was für Diätpillen? Ach komm, jetzt tu doch bloß nicht so, als ob, ja? Wir haben diese Pillen von einem Chemiker untersuchen lassen. Und weißt du, die ganze Zeit auf der Fahrt hierher habe ich so darüber nachgedacht, von wem sie die haben könnte. Und komischerweise fallen mir da nur zwei Namen ein, ne? Fabian und Irina. Ne? Weil wir wissen ja schon, was hier alles so anstellt, ne? Um aus unserer Tochter ein Topmodel zu machen. Hey Miriam, geht's noch oder was? Sag mal, willst du mir jetzt irgendwie... Mutest du mir wirklich zu, dass ich meiner eigenen Tochter irgendwelche Pillen gebe? Und Irina hat mit Sicherheit mit der Scheiße auch nichts zu tun. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Also entschuldigen Sie mal, Amy hat sich diese Pillen bestimmt nicht selber gekauft. Kein Arzt und keine Apotheker auf dieser Welt gibt einer 10-jährigen Diätpillen. Ja, sag mal, die geht auch noch irgendwo zur Schule und die hat auch noch ein paar Freunde. Und mit Sicherheit hat sie sich das da irgendwo anders besorgt. Aber mit Sicherheit auch nicht von mir oder Irina. Ist dir das klar? Ist ja egal, wir können ja auch nur spekulieren, woher sie die jetzt hat. Wichtig ist vor allem, dass wir sie jetzt wiederfinden. Verstehen Sie? Ja. Was ist denn mit ihrer Freundin? Wissen die vielleicht, wo sie steckt? Ich meine, die beiden standen sich doch ziemlich nahe, oder nicht? Ich weiß es nicht. Also ich... Sie sollte morgen ziemlich früh aus dem Haus gehen. Ich gehe mal davon aus, dass sie zur Arbeit gefahren ist. Ne? Dann wird sie im Laden sein. Dann lassen Sie uns doch dahin fahren, bitte. Gemeinsam mit Rechtsanwalt Niklas Dittberner und ihrem noch Ehemann eilt Miriam zum Kindermodegeschäft, in dem Irina arbeitet. Die 36-Jährige will die Russin wegen der gefährlichen Diätpillen zur Rede stellen und hofft, dass sie weiß, wo Amy steckt. Doch überraschenderweise ist nur Aushilfe Verena Lohmann im Laden. Hallo, Verena. Hallo. Hey, Irina ist hinten. Irina? Hey, ja. Irina hat heute frei. Irina hat heute frei. Die ist heute beim Modelshooting für Amy. Die ist heute nicht hier. Was? Fotoshooting? Was denn jetzt schon wieder für ein Fotoshooting? Also gestern hat der Fotograf hier angerufen und hat gesagt, dass ein Model abgesprungen ist und dass jetzt Amy da einspringen soll. Und Irina war ganz aufgeregt. Sie hat gesagt, das ist der Durchbruch. Sie ist ja jetzt der neue Model Agent von Amy. Und möchte sie da echt fördern und hat mir gesagt, dass sie jetzt auch noch den Job hier hinwerfen möchte, um sich Vollzeit darum zu kümmern. Und davon wussten Sie nichts, ja? Nee, davon wusste ich natürlich nichts. Ich und Irina, wir haben vor ein paar Tagen gesprochen. Und wir waren uns darüber einig, dass wir die Modelkarriere von Amy beenden. Wie hat denn Ihre Freundin darauf reagiert? Wie hat meine Freundin darauf reagiert? Mit Sicherheit nicht begeistert. Sie hat da ein bisschen was reingesteckt. Aber im Nachhinein hat sie mir irgendwo den Eindruck gemacht, dass sie das... so auch verstanden hat und akzeptiert hat, wie wir das da besprochen hatten. Ja, also offensichtlich hat sie angelogen, denn ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass ihre Tochter jetzt bei dem Model-Shooting genau. ist. Ja, seit 10 Minuten. Wissen Sie denn vielleicht, wie der Mensch heißt, der Fotograf, der Star-Fotograf? Das weiß ich nicht. Ich habe die ganze Zeit schon darüber nachgedacht. Aber sie hat sich was notiert gestern. Warten Sie kurz. Hier. Mark Saller. Kenne ich nicht. Was ist das? Sala mit Doppel-L. So. Ah, gut. Aber das ist ja hier in der Nähe. Da könnten wir jetzt vorbeikommen. Ja, dann bitte. Ja, auf jeden Fall. Die Sorge um Amy schweißt die getrennten Eheleute wieder zusammen. Die beiden sind außer sich, dass Irina ihre Tochter gegen ihren ausdrücklichen Wunsch weiterhin animiert, Model zu werden. Als Miriam die Russin im Fotostudio von Mark Saller sieht, platzt ihr der Kragen. Ach, na, guck mal einer an. Ist doch nicht wahr, ne? Das ist doch jetzt hier nicht wahr, oder? Gesucht und gefunden. Großartig. Ihr habt mir hier noch gefällt. Entschuldigen Sie bitte, gleich geht's weiter. Alles in Ordnung, ja? Was ist? Was ist? Wo ist Amy? Wie geht's ihr bitte? Ihr geht's gut. Wieso? Die ist umziehen für die nächste Aufnahme.
Sag mal, Irina, jetzt mal bitte nicht so frech hier, ne? Wie kannst du einfach Amy hinter unserem Rücken mitnehmen zu irgendeinem Shooting, ohne uns weder Bescheid zu sagen noch sonst irgendwas? Kannst du dir vielleicht mal vorstellen, dass wir uns Sorgen gemacht haben? Da soll ich dir mal was sagen? Diese Chance wollte ich der Kleinen auf keinen Fall nehmen. Versteht ihr denn das nicht? Ich mach das doch alles für sie. Ach, Sie machen das alles für Amy, ja? Natürlich. Und jetzt ist es so, dass Sie da also bei Ihrer Boutique aufhören wollen zu arbeiten, weil Sie werden jetzt Modelagentin für diese 10-Jährige. Was geht Sie das an? Ist doch meine Sache. Nee, es ist eben nicht Ihre Sache. Verstehen Sie, die beiden Erziehungsberechtigten, ihren Eltern, die haben beide beschlossen, dass diese Modelkarriere langsam ihrem Ende entgegengeht. Ich glaube, dass sie alles, aber auch wirklich alles machen, damit aus diesem 10-jährigen Mädchen ein Topmodel wird. Und die darf ja auch Diätpillen geben. Mal ganz ehrlich, die kommen doch von Ihnen, Frau Petrova, oder? Wissen wir eigentlich alle. Diätpillen? Was für Diätpillen, bitte schön, Schatz. Du weißt, ich liebe Amy und ich werde ihr niemals was Schlechtes tun. Komm, lass, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, dich sprechen zu hören. Ich will jetzt wissen, wo meine Tochter ist. Du hast gesagt, die zieht sich nur um. Ja, da drin. Geh doch mal gucken. Ja, das werde ich auch. Amy. Nicht ganz in Ordnung, was sie macht. Amy! Auf die stabile Seitenlage. Mein Krankenwagen, bitte, hallo! Auf die stabile Seitenlage, so wunderbar. Ich rufe ihn in Berlin liegt die 10-jährige Amy Reinhardt wegen eines Schwächeanfalls im Krankenhaus. Nach der Trennung ihrer Eltern Miriam und Fabian hat die Grundschülerin sich in den Kopf gesetzt, Model zu werden und wird dabei von Irina, der neuen Freundin ihres Vaters, unterstützt und zu einer radikalen Diät animiert. Der behandelnde Arzt Sascha Franke teilt den besorgten Eltern und Anwalt Niklas Dittberner die Diagnose mit. Die Mangelernährung, die können wir behandeln. Das ist nicht das Problem. Da wird Ihre Tochter keine bleibenden Schäden davontragen. Was ich aber für viel wichtiger halte, ist die Antwort auf die Frage, wie eine 10-Jährige in den Besitz von Diätpillen kommt. Das hat sie uns leider nicht gesagt. Gut, ich kann auf jeden Fall sagen, dass man solche Pillen nicht in der Apotheke bekommt. Und diese speziellen werden nur übers Internet vertrieben, illegal. Die würde Ihnen hier in Deutschland kein Arzt verschreiben. Aha, das ist interessant. Fräulein, pass mal auf. Ich weiß, dass du die letzte Zeit immer wieder was über eine Online-Apotheke bestellt hast. Guck mich bitte nicht so an. Das waren nur Nahrungsergänzungsmittel. Und die sind nun mal billiger übers Internet zu kaufen. Und mit diesen Diätpillen habe ich nichts zu tun. Das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt. Ja? Wenn das so ist, dann hast du mit Sicherheit auch keine Probleme damit, wenn wir mal in deine Tasche gucken, oder? Hat Irina das Leben ihrer 10-jährigen Stieftochter riskiert und ihr die gefährlichen Diätpillen gegeben? Tatsächlich findet Fabian in Irinas Handtasche eine Pillendose, die der von Amy sehr ähnelt. Hast du mal irgendwann dein Gehirn dabei eingeschaltet und dir mal Gedanken darüber gemacht, dass das Kind 10 Jahre alt ist, was das für Folgeschäden haben kann, körperlich? Fabian, bitte glaub mir, ich hab's wirklich nicht gewusst, dass die so gefährlich sein können für die Kinder. Ich nehme die doch selbst schon seit Jahren. Jeden verdammten Tag nehme ich die, damit ich abnehme. Gebracht hat das auch trotzdem nicht für die große Modelkarriere. Aber Amy hätte das bestimmt geschafft. Ich auch nicht. Ich will den Scheiß gar nicht hören. Frau Petrova, jetzt passen Sie mal auf. Ist bedauerlich, dass Sie diese Pillen noch immer nehmen. Was mir vollkommen egal ist, ehrlich gesagt, ist, dass Sie diese Modelkarriere angestrebt haben. Was noch viel schlimmer ist, ist, dass Sie dem 10-jährigen Mädchen diese Pillen gegeben haben. Das ist kein Tuning, das ist eine gefährliche Körperverletzung für dieses kleine Mädchen. Und ich kann Ihnen noch eins sagen, darauf steht eine Gefängnisstrafe. 6 Monate Minimum. Und ich werde Ihnen noch was sagen, ich gehe jetzt zur Polizei und zeige Sie jetzt an. Ich habe die Schnauze voll. Bitte. Das können Sie nicht tun. Ich möchte nicht ins Gefängnis. Bitte. Na, Fabian. Irina, das ist jetzt nicht dein Ernst. Sag mal, was ziehst du hier eigentlich ab? Erwartest du jetzt von uns wirklich noch Mitleid? Das ist nicht dein Ernst, ne? Kannst du dir vorstellen, was du meiner Tochter angetan hast? Ich möchte, dass du hier rausgehst, aber ganz schnell. Verschwinde aus unserem Leben. Also, dass Frau Petrova hier behauptet, dass sie von der Gefährlichkeit dieser Pillen nichts gewusst hat, das nehme ich hier schlicht und ergreifend nicht ab. Sie wusste genau, wie die Dinger wirken. Und zum Glück, kann ich nur sagen, sind wir hier alle mit einem großen Schrecken davon gekommen. Denn diese Pillen, also illegale Pillen, die man aus dem Internet meinetwegen beziehen kann, die können letzten Endes sogar tödliche Wirkungen haben. Eine Woche später kann Amy das Krankenhaus verlassen. Miriam ist überglücklich, dass sich ihre Tochter so schnell wieder erholt hat. Nur Papa Fabian plagen noch immer Schuldgefühle.
Ich habe da wirklich einen Fehler begangen und ich hätte einfach ein bisschen mehr auf dich hören sollen. Ich habe da einfach Irena so weit vertraut und es war mein Fehler, weißt du, so. Ich hätte einfach mehr drauf achten sollen, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Ja, weißt du, du brauchst gar nichts weiter zu sagen. Ich bin da vielleicht auch nicht ganz unschuldig und guck mal, ich habe ja auch mega geblockt, habe alles abgelehnt und als sie noch so Feuer und Flamme war, da habe ich auch immer gleich dicht gemacht und habe sie ja damit auch immer weiter irgendwie in Irenas Richtung getrieben. Also Nee, pass mal auf, du brauchst dir da überhaupt gar keine Vorwürfe machen, weil ich denke, du hast in der ganzen Situation schon alles richtig eingeschätzt. Ne? Ich war derjenige, der da nicht drauf eingegangen ist und gedacht hat, ich könnte Irena vertrauen. Ich hätte einfach mal ein bisschen mehr auf dich eingehen sollen und du hör einfach auf, dir irgendwelche Vorwürfe zu machen. Lass uns froh sein, dass jetzt mit Amy alles wieder in Ordnung ist. Auf jeden Fall. Da ist die Kleine. Miriam und Fabian haben sich entschieden, Amy wieder im wöchentlichen Wechsel zu betreuen. Irena wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und Kindesentzug zu einer Freiheitsstrafe von 1,5 Jahren auf Bewährung verurteilt.